Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt gerade. Also, das ultimative Quiz zu Maximin Boy. In diesem Quiz geht es um den legendären, einzigartigen Gerold Steiner-Fan Maximin Boy von Crush Comedy. Yeah, schaut bei ihm rein. Ziemlich nett. Also, ich bin gespannt. Ich bin gerade wirklich. Okay, wer ist Maxis Bruder? Das ist eine ziemlich gute erste Frage. Kann ich auf die Fotos klicken? Kann ich? Ich weiß nicht, ob das eine scheiß Trickfrage ist. Ich weiß nicht, ob es echt so die falsche Beschreibung, ist es das Canon-mäßige? Ist es das Canon so, ich schreibe Anthony ja öfters so. Ich schreibe ihn zwar öfters so, aber ich habe ihn auch, so heißt er halt wirklich, ist das Ding. Ich weiß, wie du heißt, aber ich weiß nicht, wie dieses Quiz hantiert. Ich mag es, dass Tim ein potenzieller Bruder ist. So. Also ich mach mal Anthony. Aber wer, das ist eine Trickfrage. Das wäre ziemlich gemein. Frage 2. Wie viele Folgen hat der Crushcast? Wie stand der 6.2.? Oh, man hätte auch einfach Staffel 1 sagen können, aber das kann man ja nicht wissen. Wie viele Folgen hat der Crushcast? Ade, das weiß ich. Warte eine Sekunde. Oh Gott, okay. Erste Folge. Normale Folge. Ich weiß jetzt nicht, ob es 4 oder 5 sind. Es sind 5, oder? Es sind nicht nur 3. Dafür haben wir zu wenig. Okay. Erste war ganz normaler Quatsch. Zweite war, oh Gott, da musste ich auch kurz nachdenken. In der zweiten reden wir über Politik und über unseren Sponsoren Perückenparadies, glaube ich. In der dritten tragen wir die Perücke. In der vierten habe ich Flöhe. Und in der fünften, es ist fünf, es sind fünf. Allgemein, fünf war auch eine super schöne Zahl. Es waren fünf. Okay, eingeloggt. Ich schaue jetzt auf den Chat. Als ob ihr es nicht wisst, ihr habt es gedreht. Es war fucking 2019 oder 20. Er weiß es nicht. Er ist ein Fake. Es waren nicht 4. Es waren 4? Erste Folge. Es war keine Perücke. Politik. Dann Perücke. Perücke juckt. Und dann die Endfolge. Vielleicht ist der Maxi, den wir sehen, ein Cyborg oder ein Klon. Nee, das verunsichert mich halt gerade Real Talk. Du klingst, als hättest du die Folgen nie gesehen. Ich hab halt die Folgen im Kopf, aber okay. Nee, es waren 4. Ich lass es mal. Ich lass mal so stehen. Ich lass es stehen bei 5 oder 4. Ich will. Maxi, please? Was willst du? Wer ist alles im Mario Kart Team Dorfwuchs? Das weiß man natürlich. Das, klar. Das war ein Spaß. Wir haben gewonnen. Wir sind die Besten. Schwerer Test, ja. Lass dich nicht verunsichern. Maxi, du Dummer. Hör auf deinen Bauch. Ja, ich denke wirklich, es sind 5. Was ist das beliebteste Format auf Crush Comedy? Kochvideos, Gentleman Taste Test, die Meme Show, Fragerfeuer. Das ist sehr süß, dass du das extra so rausgeschnitten hast. Das beliebteste, also rein von den Views, ist natürlich die Meme Show. Wer war der Sponsor beim Crushcast? Perückenparadies, Rewe, Raid Shadow Legends, Gerold Steiner. Ich mag es, wie zwei davon wirklich so aus dem Universum entstammen, so. Ich habe jetzt einen Maxi-Outnap. Es ist Perückenparadies. Alter. Super. Das ist sogar aus der Perückenparadies-Seite, oder? Den Shot, den ich dafür verwendet habe. Perückenparadies. Welcher Streamer? Ich bin außerdem sehr froh, dass es immer noch so ein bisschen hängen blieb. So allgemein den Gedanken, wenn man einen Joke macht und der bleibt dann hängen, so in diesem Kosmos, in der Bubble. So, ich mag das immer. Du bist attraktiv, danke Sleepyhead. Und du bist minderjährig, also. Welcher Streamer neben Maxi pinkte aus Versehen mehrmals die Community mit seinen Streams? Sehr. Epischer Moment, muss man dabei gewesen sein. Okay, ich denke, jetzt wird's mega hart noch. Wer war in der fünften Folge von der Meme-Show im Meme-Interview? Das Meme-Interview. Um 11 Uhr nachts. Scheiße, bin ich hässlich auf diesem Bild. Wie kann ich das erst jetzt sehen? Okay. Oh Gott, das Meme-Interview. In der ersten Folge gab es nicht das Meme-Interview. Germi war es schon, Makoko war es schon, Hockey war es schon. Vladi noch nicht, Vladi war noch nicht. In der sechsten Folge. In der sechsten Folge war es. Nee, entweder Marco oder Germi. Das ist die Sache. Das ist eine echt gemeine Frage. Zum Glück habe ich die Folge noch am Tag gesehen. Vladi war auch schon? Vladi war nie. Sechste war Videospiel-Memes. Fünfte war Nein-Gag. Was weißt du über Nein-Gag? Habe ich da gefragt. Ich habe Marco gefragt. Marco habe ich gefragt nach Videospiel-Memes. Dann hat er den Tetris-Block-Witz gebracht. Germi wusste gar nichts. Es war Germi. Und ich trage den Hut und alles. Ich muss mal wieder eine Meme-Show machen. Vladi war, hä? Ich kann mich auch nicht an Vladi erinnern. Also. Was zeichnete Maxi in der 50. Folge von Frydraw? Super süß! Verkaufe darüber einen Witz, lacht Raymond im Nagelstudio. Diese zwei klingen so unglaublich erfunden, aber das waren wirklich Sachen, die ich gemacht habe. Alter, ich bin froh, dass du die 50. genommen hast und nicht irgendwie so die 38. Natürlich, die weiß ich dann auch nicht mehr. Ein Redraw seiner ersten Zeichnung, genau. Es war dann die 50. und letzte Folge. Es war eine sehr coole Reihe und ich bin froh, dass ich mich mit ihr auch so steigern konnte. Aber wenn man sie beenden kann, dann bei 50 so. Welches Pokémon bekam im Pokémon Kristall Let's Play den Namen Furry? Das ist aus meinem Instagram von kostenlose Pokémon Go Coins. Oh Gott, fucking Crushorama fragen. Damit habe ich irgendwie schon gerechnet. Das war Fukano. Für die, die das Pokémon Kristall Let's Play noch nicht angeschaut haben, hol's nach. Der Speicherstand ist weg. Also, das war Fukano. Den hat
Bloody dann benannt. Obwohl, nee, wer hat den? Doch, den hat Bloody benannt. Abra haben wir sogar, Zubat und Tanzer sind auch alle Teil unseres Teams. Das ist super. Oh Mann, habt ihr es an einem Tag durchgesuchtet? Das ist so schön zu hören. Welche YouTube-Gruppe schuldet Maxi Geld? Pizmeat. Rotten Mushroom. Ich weiß nicht mal, wer Offline-TV ist so. Aber es war Ape Crime. Oh Gott, wie lautet der 10. Spitzname von Elton? Das sind sogar 5 Antwortmöglichkeiten. Elton der Helden. Die Elton Scrolls. Nicht von schlechten Elton. 3. Elton John. Elton John ist nicht mal drin. Das ist ein Imposter, Jungs. Offline-TV ist amerikanisch. Oh, ich wünsche, die würden mir Geld... Ah, Mann. Der 10. Spitzname von Elton. Also es war Elton der Helden. Ich kann sogar, denke ich, die Reihenfolge sagen. The Big L, The Elton Scrolls, Elton der Helden. Das war die 9. und die 10. war dann 3. Es war zuerst Elton Scrolls, nicht von schlechten Elton, Elton der Helden. 3. Es ist 3, ja. Ich weiß auch nicht, wer Offline-TV ist, war Michas Vorschlag. Ich habe nichts mit denen zu tun, ich weiß nicht mal, was da ist. Letzte Frage. Welcher der 5 Maxis im Rolling Start wurde als letzter aufgenommen? Oh nein! Ich habe das in einem fucking Stream gesagt, aber ich weiß nicht mal selbst, ob das stimmt. Also ich weiß, den habe ich als ersten aufgenommen. Ich denke, der war am Ende am müdesten. Oh Gott. Oh Gott, es war der ganz Linke. Oh Gott, es war... Das ist eine so miese Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, es war der ganz Linke. Ich denke, es ist ganz links. Eingeloggt. Ich schaue nicht auf den Chat. Auswerten. Entweder, herzlichen Glückwunsch, entweder bist du Maxi selber, hast kein Leben oder kennst ihn in- und auswendig. Schau auch weiter so aktiv seine Videos und Streams. Danke fürs Teilnehmen. Du hast 12 von 12 richtig beantwortet. Yeah! Yeah!